Hallo, hier ist Movie Seeker und ich komme zu euch aus meiner selbstgewählten Weihnachts-Silvester-Sommerpause mit einem kleinen Zwischendurch-Video, das aber jetzt nicht warten konnte. Denn Mrs. Movie Seeker und ich haben einen interessanten Film entdeckt, der in Deutschland im Januar 2024 startet. Er heißt Poor Things und ein Trailer, mehr als ein deutscher Trailer, sind schon draußen. Und Miss Movie Seeker hat diesen Trailer zu diesem Film, der sich so ein bisschen an der Frankenstein-Thematik orientiert, offensichtlich Emma Stone, Willem Dafoe und Mark Ruffalo dabei hat und auch fantastische Elemente bereithält. Also so ganz als erklärter Fantasy-Fan auf meiner Schiene. Mrs. Movie Seeker hat den Trailer dieses Films zuerst gesehen, hat gesagt, den guckst du jetzt nicht mit mir, mach dazu mal ein Reaction-Video. Und ich dachte mir, okay, machen wir das. Und deswegen rufe ich jetzt den Trailer auf, schaue den mit euch und bin gespannt, was ich dazu so sage. Das ist Bella? Bella? Das ist Mr. McCandles. Hallo, ui. Bella. Sie sind echt Guten Abend. Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Sagen Sie mir, wo sie herkommt. Sehr gern. Denn es ist eine erfreuliche Geschichte. Ich bin Bella Baxter. Und es gibt eine ganze Welt zu entdecken, zu erleben. Es ist das Ziel aller, sich zu entwickeln, zu wachsen. Eine Frau auf ihrem Weg in die Freiheit. Wie entzückend. Wow. Bella! Au. Ja. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, das war der Trailer zu Poor Things. Der erste deutsche Trailer, den Mrs. Movie Seeker mir empfohlen hat, den ich schauen soll. Und ich muss sagen, ich möchte meine Gedanken jetzt ein bisschen zusammenfassen an dieser Stelle. Das sieht sehr spannend aus, denn die Frankenstein-Thematik ist ganz an der Vorderfront, verkörpert hier durch Emma Stone und offensichtlich auch durch Willem Dafoes Gesicht. Ich meine, der Mann hatte ja in The Lighthouse schon ein ziemliches Kraterface ohne irgendwelches Make-up und jetzt sieht er noch heftiger aus. Also ich glaube, das könnte ein sehr interessanter Film werden. Wir haben die Bilder, die Bildkomposition, die Farbmomente und überhaupt so der ganze Look, der hat mir sehr gut gefallen. Das Ganze scheint so ein bisschen Komödie zu haben, so ein bisschen Coming of Age. Die Frankenstein-Thematik ist vorne dabei. Die fantastischen Elemente, finde ich, sind in der Inszenierung und in der Farbgebung und in der Deko spürbar. Und am Schluss kam nochmal der Schriftzug, der so ein bisschen im Elvis Family Style war von Barry Sonnenfeld. Also ich muss sagen, das holt mich jetzt wirklich ab und ich bin froh, dass ich diesen Trailer gesehen habe. Ich glaube, mehr möchte ich von dem Film jetzt tatsächlich nicht sehen. Ich möchte ihn tatsächlich wahnsinnig gerne im Kino sehen. Ich hoffe, der schafft es auf eine Leinwand in meiner Nähe. Denn ganz ehrlich, das ist ein Film, der mich stilistisch und von den Schauspielern, glaube ich, auch durchaus abholen könnte. Ich bin gespannt, wie sie das tonal verorten zwischen vielleicht Tragik, vielleicht sogar dem einen oder anderen Horrormoment, obwohl das im Trailer jetzt eher verhalten war. Und natürlich im Schauspiel der einzelnen Leute, also gerade auch Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Emma Stone, das sind ja alles verlässliche Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Und als Fan des gepflegten Grusels, des gepflegten Coming of Age, des gepflegten Frankenstein-Themas und natürlich alter Fantasy-Nerd, ich glaube, mit allem passe ich hier irgendwie rein, bin jetzt sehr gespannt darauf, mir diesen Film anzuschauen. Wie hat euch das gefallen? Fandet ihr diesen Trailer auch so interessant? Plant ihr euch den Film anzusehen? Also ich werde es auf jeden Fall versuchen und bin sehr gespannt darauf. Vielen Dank und das war's jetzt auch schon wieder von mir mit dieser kleinen Reaktion. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und natürlich ein gutes neues Jahr. Bis dann und keep seeking.